Ja, Leute, und damit willkommen zu einem, ja, mehr oder weniger, ja, eher mehr neuem Let's Play. Ihr kennt das Spiel zwar nicht, ich allerdings schon. Deswegen gibt's auch gleich noch was dazu zu sagen, bevor wir das Spiel anfangen. Und zwar kann ich euch das direkt mal zeigen. Nein, da wollte ich nicht hin, aber ihr seht hier schon, dass ich schon gespielt habe, das Spiel. Und auch schon ein paar Sachen freigeschaltet habe, wie man hier sehen kann. Und die Frage an euch ist jetzt, wollt ihr, dass ich den Spielstand lösche und wir komplett von vorne anfangen? Oder wollen wir einfach weiterspielen mit diesem Spielstand, wodurch wir natürlich viel mehr Möglichkeiten haben? Das müssten wir sonst alles erst freischalten. Und ich zeige euch, das Einzige, was jetzt hier halt anders ist, ist, dass das Spiel schwerer ist, als wenn man das erste Mal durchspielt. Und ich zeige euch nicht hier. Hier. Die drei Enden, die ich bis jetzt freigeschaltet habe. Die Entscheidung liegt bei euch. Wir spielen jetzt erstmal ganz normal hier weiter. Und zwar mit Isaac. Einfach nur als ersten Charakter, damit ihr den Grundcharakter seht. Und die Entscheidung, wie wir sonst, ja, ob wir wieder von vorne anfangen, lasse ich dann bei euch liegen. Ich hatte das eigentlich sowieso vor, neu anzufangen beim Let's Play. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich meinen normalen eigenen Spielstand sichern könnte dann. Deswegen habe ich es erstmal sein gelassen und ja, ihr dürft entscheiden. Gut, erkläre ich das Spiel erstmal mit ASDW. Läuft man? Oder wie man normalerweise sagt, WASD. Mit den Pfeiltasten schießt man diese Tränen, das ist der Angriff. Mit E oder Shift legt man eine Bombe auf den Boden, wovon wir gerade eine haben. Nur seht ihr da oben neben dem Arrows neben der Träne, und mit Space setzt man sein Item ein, sein Spezialitem, was man auf der Leertaste hat. Ich spiele das übrigens mit dem Gamepad, auch wenn da oben die Tastatursachen stehen. Und ja, das ist eigentlich der ganze Sinn des Spiels. Wir müssen vor unserer Mutter, die uns töten will, wie ihr schon im Vorspann gesehen habt, weglaufen. Und dann sehen, was kommt. Wir werden es sehen. Ja, meine Prüfungsphase ist jetzt vorbei. Wie ihr jetzt wahrscheinlich auch daran merken werdet, dass es jetzt wieder ein Video kommt. Ich werde jetzt wieder mehr hochladen, deswegen fange ich auch dieses Projekt jetzt noch an. Wobei das nicht so regelmäßig kommen wird. Also davon wird hier nicht jeden Tag eine Folge kommen, sondern mal. Ah, das ist ein Space-Item, das kann ich euch direkt gleich vorführen. Sondern vielleicht mal, ja, zwei, drei Folgen in der Woche oder wie ich halt gerade Lust drauf habe. Vielleicht kommen auch mal 2 Wochen gar nichts und dann in der dritten Woche jeden Tag eine Folge. Es kommt halt drauf an, wie viel Lust ich auf das Spiel habe. Und solche Grünen kann man, glaube ich, also so ein grünes Viech da, wie ihr es seht. Es ist deutlich stärker als die Weißen. Das ist, glaube ich, beim ersten Run, also wenn man das Spiel das erste Mal durchspielt, überhaupt nicht möglich, das Ding zu kriegen. Als Gegner. Der. Oh Gott, hier. Bombe. Ich musste gerade überlegen, auf welcher Taste es bei meinem Gamepad liegt. Hier seht ihr so einen komischen Stein. Der sieht anders aus als die anderen. Wenn man an die Bombe dran legt, dann kommt da ein Item raus. Kann unterschiedlich sein. Meist kommen da Seelenherzen raus oder ein Item, das heißt The Rock. Das macht einen stärker. Und ja, ihr werdet halt gleich noch mitkriegen, dass sich Isaac oder ein anderer Charakter, ich spiele meist mit Magdalena, wenn ich, ja, wenn ich so spiele, im Laufe des Spiels immer mehr verändert und am Ende wesentlich anders aussehen wird als jetzt gerade. Ihr könnt ja jetzt, oder nicht jetzt, am Ende des Videos, wenn ihr durchgeguckt habt, nochmal an diese Stelle springen, euch Isaac angucken. Das ist jetzt das Spezialitem. Der Schublawupp, ihr habt da oben ja gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat. Also, das ist schon ein extrem gutes Item. Es gibt noch deutlich bessere, aber der hat es schon in sich. Ja, ihr könnt nochmal, wenn ihr das Video durchgeguckt habt, ans Ende, an Anfang, an diese Stelle hier springen und ja, euch mal die Veränderungen angucken. Ich bin in einer Kiste. Normalerweise, da oben habt ihr gerade gesehen, wie viele Stufen es gibt. Es ist auch nicht so weit, sondern 2 Stufen kürzer.
Ja, die Stufen kommen halt erst, wenn man den Endgegner das erste Mal besiegt hat, die zwei weiteren Stufen. Wir haben jetzt gerade oben, als wir den Boss getötet haben, Hundefutter gekriegt. Ja, das haben wir gegessen. Kann man auch hier irgendwo nochmal schön sehen. Da. Ja, bei den Items sieht man jetzt Hundefutter und Schublawut. Nein, ich möchte nicht abbrechen. Maus. Danke. Ja. Und das hat uns ein zusätzliches Leben gebracht. Jetzt haben wir 4. Im Laufe der Spielzeit, je besser man ist, desto mehr Charakter kriegt man. Oder je öfter man das durchspielt oder besondere Sachen gemacht hat, kriegt man neue Charakter. Die halt auch manchmal Start-Items haben. So ein Spacebar-Item. Zum Beispiel Magdalena. Ich glaube, einer der ersten Charakter, die man freispielt, die hat ein Herz. Die kann sich alle paar Räume, immer wenn das Item wieder aufgeladen ist, das lädt sich mit jedem Raum weiter auf. Jetzt haben wir den Schublawuk wieder. Und die kann sich alle paar Räume ein Herz wiedergeben. Mit ihrem Space-Item. Auch eigentlich sehr schön. Ist auch mein Lieblingscharakter bis jetzt. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt auch, ich habe auch schon ganz viele gesehen, die gerne, die am meisten mit Isaac spielen. Was ich nicht wirklich nachvollziehen kann eigentlich. Für mich, aber ja, jedem das seine. Wir könnten jetzt zum Boss gehen. Das machen wir aber nicht, weil da hinten noch ein unerforschter Raum ist und wir das, und wir den Goldraum in dieser Etage noch nicht gefunden haben. Den möchte ich unbedingt vorher noch finden, weil die Gold-Items doch schon essentiell sind, um das Spiel zu gewinnen. Ich probiere übrigens gerade ein neues Aufnahmeprogramm aus. Fraps möchte das Spiel hier nicht aufnehmen. Camtasia habe ich gar nicht erst versucht. Ich probiere gerade ein Programm, das heißt Bandicam. Testversion. Mir wurde aber gesagt, dass die Testversion. Also man kann damit 5-mal aufnehmen und dann, ja, wenn es gut ist, dann nehme ich das. Wenn nicht, muss ich mit Camtasia aufnehmen. Ja, jetzt haben wir noch ein Space-Item, das finde ich nicht so toll. Nehme ich jetzt auch mal kurz mit. Einfach nur für einen Raum, dann tausche ich dagegen Schublawupp. Ich hätte lieber einen. So, unbesiegbar können wir uns damit machen. So ein Raum kann beim besten Run beispielsweise auch überhaupt nicht kommen. Weil das einfach nur schwer ist, hier wirklich vernünftig durchzukommen, hätte ich jetzt. So. Und dieses Item, das Book of Shadows war das, glaube ich, hat uns für eine Zeit lang unverwundbar gemacht. Ja, ist jetzt nicht so toll, dass wir keinen permanenten Buff gekriegt haben, aber naja, man muss nehmen, was man kriegt. Ich hoffe sowieso, dass wir es in diesem Run, muss ich ja sagen, normalerweise hofft man jetzt, wenn man wirklich richtig weit kommt. Ich hoffe allerdings eher, dass ich in diesem Run nicht so weit komme, weil ich ungerne spoilern würde, also ein Ende, falls ihr euch dafür entscheidet, dass wir neu anfangen. So Gegner und so kann man ja nicht wirklich. Isaac vs. Gemini. Ja, ein grüner Boss. Das ist auch wieder eine veränderte Form von dem Boss. Normalerweise ist der pink und das kleine Baby-Ding da ist an ihn dran gebunden und schläft, bis man ihn getötet hat. Oder bis man das Baby angeschossen hat. Und in dieser Form ist halt das Baby von ihm getrennt. Nicht gerade sehr angenehm, eigentlich. Und jetzt wird das Baby rot, wenn wir ihn getötet haben, und möchte uns töten. Aber es spuckt nicht mehr, wenigstens. Wir könnten auch mal. Zack. Warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? So. Ja. Und diese Räume hier, die sind wirklich essentiell für das Spiel. Ich nehme jetzt meinen Lippenstift vom Mom. Range up. Jetzt könnte ich schon eine kleine Veränderung sehen. Isaac hat jetzt so einen Lippenstift um den Mund. Dämonenraum. Ja. Im Dämonenraum tauscht man sein Herzen. Also nicht nur, dass man sich ein Herz abgibt und es wieder auffüllen kann, sondern man tauscht sein Herzen wirklich für immer gegen ein Item ein. Oder gegen einen Buff. Das hier haben wir gerade aber nur Items. Und zwar einmal den Bruder da, den roten. Der gibt uns alle paar Räume ein halbes Herz wieder, finde ich eigentlich relativ unsinnig. Und das Book of Belial ist das, glaube ich. Das macht uns alle paar Räume extrem stark. Ist es mir aber nicht wert. Da ist der Schublawup, finde ich, deutlich besser. Deswegen lasse ich jetzt auch erstmal liegen. Da ist noch ein Herz. Und hier sind noch 2 Herzen. Gut. Dann zeige ich euch jetzt nämlich mal. Ach, da hinten ist auch noch was. Ja,
Ich habe drei Bomben, ne? So, dann machen wir zack. Gucken, was da drin ist. Werden wir eine Bombe? Okay, zwei. Geld. Gut, wir gucken jetzt mal eben hier rüber noch, was für ein Herz da ist. Auch ein ganzes. So. Wir können jetzt vier Herzen abgeben. Also wir haben vier Herzen, wir können vier Herzen wieder auffüllen. Und zwar spenden wir diesem Automaten hier. Der gibt uns immer, wenn wir ein halbes Herz abgeben, Geld. Und sogar ganz gut Geld. Und da wir vier Herzen wieder auffüllen können. Ja. Geht das wohl. Wichtig ist, ich kann jetzt... Oh, der gibt tatsächlich die Silberherzen ab. Das wusste ich nicht. Ich dachte, er gibt die Silberherzen nicht ab. Da wir das Shadowherz haben, also das Schildherz, wie es auch immer heißt, konnten wir jetzt ein bisschen mehr abgeben als normal. Ja. Sonst wären wir nicht gestorben, was Herz nicht gehabt hätten. An dem letzten Spendeding. Weil das halt nicht so toll für das... Weil das Spiel das nicht so toll findet, wenn wir mehr Herzen spenden, als wir haben. Ist ja klar. Also, den hier nehme ich mit. Und jetzt werden wir uns noch, bevor wir in die nächste Ebene gehen, ja, zum Shop begeben und gucken, was der Shop verkauft. Wenn ihr sehen würdet, wie ich hier sitze, würdet ihr mich echt für irre halten. Ich hätte mich gestern erst rausgefunden, dass man dieses Spiel hier mit Gamepad spielen kann. Jetzt liege ich hier eigentlich schon mehr, als dass ich sitze. Headset habe ich auf dem Kopf, Gamepad in der Hand. Und der Monitor ist ewig weit weg. Ja. Wir könnten eine Bombe für 5 kaufen, ist aber relativ unsinnig. Oder diese Box hier. Da könnten wir jedes Mal eine magische Karte rausholen. Will ich aber alles nicht. Die magische Karte zeige ich euch gleich noch. Da kriegen wir bestimmt auch noch eine in diesem Run. Aber was ich jetzt noch machen werde, ist folgendes. Auch wenn sich das hier ein bisschen streckt, aber... Mein Gott. Wir haben es nicht eilig. So, jetzt haben wir 32. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Wir haben mehr Zeit. So, jetzt kaufe ich für 3 das Herz nämlich wieder voll. Und für 5 die Bombe. Das hat auch noch einen Sinn mit der Bombe. Ich will immer ungern Items verschwenden, die wir später nochmal brauchen können. Deswegen habe ich jetzt nämlich die Bombe gekauft, um hier nochmal 2 Herzen reinzustecken. Perfekt. Jetzt haben wir den Blut weggekriegt. Den kriegt man, wenn man die Dinger überspendet. Jetzt kann man schon sehen, wie Isaac sich verändert hat. Ja, ziemlich stark sogar. Ja, und jetzt ist es halt doof. Jetzt hätten wir die Bombe nämlich nicht und das Herz auch nicht gebraucht. Ich wollte nämlich dann noch 2 spenden. In der Hoffnung, dass der Blutback rauskommt und hier freispringen, weil wir wieder voll sind. Habe aber nicht gedacht, dass mich der Blutback sowieso voll heilt. Isaac auf der Toilette. Kein Klopapier. Oh, armer Isaac. Das sind fiese Gegner. Wenn man nah rangeht, gehen die auf, schießen nach dir und gehen wieder zu. Wenn sie zu sind, kann man sie nicht angreifen. Die gehen nur auf, wenn man sie nicht angreift und sich vor ihnen herbewegt. So, er ist doch tot. Wenn sie dann noch so platziert sind, ist das natürlich doppelt fies. Ich spuck ihn immer ganz gerne nochmal an. Drück ihn damit in die Ecke rein. Dann gehe ich hin. Warte, bis er aufgeht. So. Genau das machen wir es bei dem auch. Oder versuchen es zumindest. Ja. So. Komm. Geh auf und nochmal. Ich hoffe, dass das nicht asynchron ist. Weil ich, meine Stimme hier immer mit Outer City aufnehme. Und ich halt noch nicht so mit Bandicam vertraut bin. Dass ich das irgendwie falsch schneiden könnte. Ich glaub's aber nicht, weil ich mir eine. Eigentlich Idioten sich... Ja, spring hoch und klatsch mit Blut an den Kopf, ist okay. Weil ich mir eigentlich eine idiotensichere Möglichkeit gesucht habe, es abzugleichen, aber es kann ja immer wieder was schief gehen. So. Hier haben wir... Ja. Sehr schön. Nein, oh verdammt.
Ja, man muss ein bisschen immer gucken auf die Karte, was. Ja. Toll. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Die explodieren, wenn man sie anschießt, wenn man sie kaputt schießt. Und verlieren und schießen dann nochmal Blut um sich. Und das macht anscheinend ziemlich ordentlich Schaden. Ich hoffe. Ich gucke erstmal, ob wir noch irgendwo einen Schlüssel finden. Das wäre natürlich perfekt. Komm schon. Komm schon. Gibst du mir einen Schlüssel? Gibst du mir einen Schlüssel? Ach, und die andersfarbigen Gegner, die verlieren auch Items ab und zu. Das machen die normalen Gegner nicht. Warum ich noch nicht in den Goldraum gehe? Weil ich überlege zwischen dem Goldraum und dem Shop. Es gibt nämlich ein Item, das dir eigentlich den Sieg so ziemlich sichert in diesem Spiel. Das kann aber nur im Shop, das kann auch im normalen Raum sein. Also es kann in beiden sein. Deswegen überlege ich jetzt, versuche ich jetzt noch irgendwie einen Schlüssel zu kriegen. So, dass wir in beide Räume rein können. Anderes, sollte ich das nicht schaffen, werde ich höchstwahrscheinlich in den Shop reingehen und hoffen, dass den Chat den Schlüssel verkauft. Warum schießt ich das TNT eigentlich nicht direkt kaputt? So. Das wäre die Alternativlösung. Träume ich halt. Komm schon bitte. Ja, danke. Dankeschön. Komm schon. Danke. So, da haben wir einen Schlüssel. Perfekt. Der Raum ist ganz toll. Schöner kann ein Raum eigentlich kaum noch sein. Wupp. Was halt an diesem Spiel ein bisschen blöd ist, ist das Kommentieren dabei, weil ich mich doch schon sehr stark auf das Verreck nicht sofort konzentriere. Weil das da auch nicht so toll wäre. Ja, danke. Danke. So. Diese Räume, das sind Duellräume. Da kann man rein, wenn man volle Leben hat nur. Da steht dann ein Item oder eine Kiste in der Mitte. Und ja, da kann man das Item halt aufnehmen. Wenn man das Item aufnimmt, dann kommen drei Wellenmonster, die man töten muss. Und wenn man es nicht aufnimmt, kann man einfach wieder rausgehen, ohne kämpfen zu müssen. Was haben wir? Halo of Flies. Okay, wir haben jetzt zwei Fliegen um uns rum. Die können Schüsse, die auf uns abgefeuert werden, abfangen. Jetzt gucken wir nochmal in den Shop rein. Das ist... Wenn ich jetzt nicht in der Aufnahme wäre, würde ich jetzt tatsächlich googeln. Erstmal kaufe ich das hier. Ach komm. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob es das Book of Revelations ist oder die Bibel. Die Bibel würde ich mitnehmen. Das Book of Revelations nicht. Falls ihr jetzt wieder hier seid, habe ich das gerade geschnitten. Falls nicht, habt ihr jetzt so gerade mitbekommen, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich nachgeguckt, falls ich es doch geschnitten haben sollte, was ich mache, wenn ich es nicht vergesse. Ob das Buch da die Bibel oder das Book of Revelations ist. Weil ich das Book of Revelations nicht haben will. Und das war das Book of Revelations. Was ist... Ach. Pinkel hat ein bisschen auf dem Boden, ist okay. Hier. Wobei jetzt auch, das nicht mehr so ganz berauschend ist, das Schublawub. Es gibt ein schönes Item. Das ist... Monstrous Zahn. Den mag ich sehr gerne. Werde ich jetzt aber nicht spoilern, werde ich euch... Falls ihr das Spiel kennt, wisst ihr wahrscheinlich warum. Falls nicht, werdet ihr auch noch erfahren im Laufe dieses Let's Plays. Das Item ist, finde ich nicht, glaube ich, nicht so selten. Also ich finde es auf jeden Fall relativ häufig. Oder ich habe einfach riesig Glück. Dass ich natürlich eine Aufnahme niemals haben werde. Ist ja klar. Dip, 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 dip. Das Spiel erinnert so ein bisschen
an Link's Awakening, finde ich. Also an Link allgemein, an die Zelda-Teile, aber ja, ich habe halt größtenteils Link's Awakening 7-mal durchgespielt. Mittlerweile nach dem Let's Play sogar noch 2-mal. Ja, deswegen erinnert mich das wahrscheinlich immer stark an das, was halt dieses Zelda-Dungeon-Prinzip ist, Dungeon-Scroller. Tschüss. Das müsste ein Pentagramm sein, oder? Pentagramm, Damage Up. Ja, jetzt seht ihr schon langsam, wie sich der Charakter verändert. Wir haben 2 Fliegen um uns rum, Lippenstift. Das Blut ist leider wieder weg. Ich weiß nicht warum, aber es ist wieder weg. Wahrscheinlich hat irgendein anderes Item das überlegt. Wir haben links Preisschild dranhängen, dass wir im Shop Rabatt kriegen. Und 2 Fliegen um uns rum, die uns beschützen. The Caves 2. Ich werde euch übrigens, sollte ich jetzt noch den ersten Endgegner, also den wirklichen Endgegner, besiegen, werde ich euch vorher Bescheid sagen, wann ihr, falls ihr dafür gestimmt habt, dass wir von vorne anfangen, damit ihr euch nicht spoilern lasst. Ja, werde ich euch vorher Bescheid sagen, damit ihr das abschalten könnt. Damit ihr nicht seht, wie es weitergeht. Sollte es jedem egal sein, wie wir weiterspielen, dann werde ich einfach auf diesem Spielstand weiterspielen. Dann werde ich aber auch privat weiterspielen, sodass ihr nicht alles sehen könnt. Ich werde euch aber dann immer die Enden zeigen. Und einige Runs werden wir dann halt gleichzeitig machen. Also zusammen machen. Wie es halt gerade sich gibt. Wie ich Lust habe. Und ja, wie es so läuft. Weil ich werde jetzt, glaube ich, nicht unbedingt einen Run hochladen, wo ich in der ersten. Wo ich direkt auf der ersten Stage sterbe. Nicht, weil das jetzt irgendwie, weil ich das war. Ja. Verspreche ich nicht, weil ich das nicht hochlade, weil ich irgendwie zu schlecht war, sondern einfach nur, weil das stinklangweilig ist. Ich würde jetzt gerne mal kurz gucken, wie viel Angriff wir haben. Ah, wir haben jetzt hier, könnt ihr sehen, die höchste Reichweite. Wir können durch den ganzen Raum fast schießen. Durch den ganzen Raum. Irgendwie sowas. Nicht so einen hohen Angriffsspeed, nicht so nur Laufgeschwindigkeit und 4 von 7 Angriffspunkten. Das ist schon ganz okay. Und für jeden, der gut aufgepasst hat bei dem, was ich eben gesagt habe, mir ist in diesem Raum direkt was aufgefallen, nicht nur, dass der Typ rot ist und mir sehr auf die Nerven geht, sondern noch was anderes, was ich euch gleich zeigen werde. Und zwar der Stein. Andersfähiger Stein, können wir hochjagen. 2 Seelenherzen. Das ist eigentlich sehr wichtig, darauf bei dem Spiel zu achten, auf diese Steine, weil da doch schon essentielle Sachen rauskommen können. So. Kann ich ihn outrangen? Ja. Okay. Da seht ihr, was für eine Reichweite, was die Reichweite wirklich bringt. Das ist schon extrem. Das Feuer zünden die Gegner an, wodurch die stärker werden, was auch wieder ein bisschen nervig ist. Ist nicht so wild, aber nicht gerade angenehm, weil Brände von den Viechern noch mal stärker sind als normale. Ich probiere mich mal in die Mitte zu sprengen. Hat geklappt, gut. Eine Pille. Okay, Pillen können positive oder negative Effekte haben. Das weiß man vorher leider nie, was sie für einen Effekt haben werden. Wenn man eine Pille einmal genommen hat, also nur für den Run, wenn man stirbt, muss man das Spiel immer wieder von vorne anfangen, weiß man, was die Pille bringt. Und wir werden jetzt rausfinden, was diese Pille bringt. Volles Leben. Okay, die Pille hat uns einfach nur voll geheilt. Finde ich blöd jetzt ein bisschen, dass ich sie genommen habe. Wäre natürlich für den Bosskampf, falls wir mal kurz vorm Sterben sind, wesentlich besser gewesen. Aber. Upp, Maus. Tschüss. Aber mein Gott. Jetzt wissen wir wenigstens, falls wir nochmal eine aufsammeln sollten, was relativ unwahrscheinlich ist, was diese Pille bringt. Es gibt nämlich auch Pillen, die schon sehr fies sind. Die machen dich schwächer oder ziehen die Leben ab.
Oder eine schöne, sehr schöne Pille, meine Lieblingspille. Aber die werde ich euch jetzt auch nicht erzählen. Ist schon fies, ne? Ich erzähle euch immer, was es für schöne Sachen gibt. Und dann, tja, verrate ich nicht, worum es geht. Das ist für mich so eine Easter Egg-Pille, würde ich sagen. Falls ich die findet man eigentlich relativ oft. Die zeige ich euch dann. Diese Blutfliegen, weiß ich gar nicht, ob man die im ersten Run schon hat. Ich glaube schon. Aber nicht in dieser Form, also nicht in dieser rot-rot-dunkelroten Form. Sondern nur in der hellroten Form von denen, die wir gerade getötet haben schon. Ich glaube, in der dunkelroten Form hat die mehr Leben und macht mehr Schaden. Ja, und schießt in alle Richtungen. Genauso wie er hier. Aber damit muss man einfach klarkommen. So gibt es sie, glaube ich, nur im ersten Run. Stacheln am Boden sind natürlich immer noch mal extrem fies. Vor allem in Räumen mit sehr vielen Gegnern, wo man sehr stark ausweichen muss. Den Viechern muss man ja wegen dem Bluttropfen ausweichen. So. Gucken wir mal in den Shop. Oh, ja. Das kann im Shop auch passieren, dass der Shop-Besitzer sagt nö und man gegen ihn kämpfen muss. Nichts da geht so häufig. Passiert eigentlich relativ oft. Und wenn man ihn trifft, verliert man Geld. Wenn er dich trifft. Wenn man ihn tötet, kriegt man relativ viel Geld. Glaube ich zumindest. Oder ein Item. Wieso glaube ich das? Ich habe das Spiel schon ein paar Mal durch. Habe ihn auch schon zigtausend Mal getötet, weil bei dem Spiel stirbt man halt, wenn man nicht so gut ist, fast immer sehr oft, dass man das Spiel mal durchkriegt. Wenn man es das zweite Mal, würde ich sagen, durchgespielt hat, dann geht's eigentlich schon. Ja, jetzt ich hatte 11, jetzt habe ich noch 10, obwohl ich alles wieder aufgehoben habe. Und er macht daraus jetzt, weil ich ihn getötet habe, 16. Leider kein Item. Er kann auch diesen 50% Rabatt Coupon droppen, den wir schon haben. Aber weil wir ihn schon haben, droppt er den halt nicht. Man kann nichts doppelt kriegen im Spiel. Den Raum hatten wir doch eben schon, oder? Sollte man übrigens mal schwach sein und wissen, dass man einen Raum wirklich nicht schafft, kann man notfalls die Tür mit einer Bombe aufsprengen. Oh Gottes Willen. Ja, bei diesem Raum bin ich jetzt zum Beispiel kurz davor, den Schublawub einzusetzen. Obwohl es kein Boss ist. Den könnten wir eigentlich allgemein mal öfter einsetzen. Aber es ist halt bei mir sind dieses Spezial-Items immer so, die setze ich nur im absoluten Notfall oder beim Bosskampf ein. Ja, danke. Und jetzt hätte ich die Full Health-Pille gerne wieder. Geht auch. So, jetzt gucken wir noch runter. Vielleicht kriegen wir einen Mini-Boss oder sowas. Und dann. Oder sowas. Das geht natürlich auch. Ja, danke. Dankeschön, Spiel. So. In diesem Raum kann man jetzt ein bisschen spielen. Man kann ihm hier mal so ein Geldding geben. Hier mal. Ohne drehen. Ein Seelenherz. Und zwei Schlüssel. Danke. Wenn man genug Leben hat. Das werde ich aber hier erst. Hier werde ich gleich nochmal hingehen. Wir werden gucken, wie viel wir vom Boss droppen, wie viel Leben. Dann werden wir nochmal da runter gehen und uns hochspielen. Also geldmäßig. Was heißt geldmäßig? Wir werden uns lebenmäßig hochspielen. Und dann nochmal versuchen, ein Blutpaket zu kriegen. Ich hatte es ernsthaft schon mal geschafft, 5 Blutpakete in einem Run zu kriegen. Das ist dann doch schon ganz ordentlich. Dann kann man viel machen. Und das würde ich, je mehr Blutpakete, so besser halt. Isaac vs. Gurdy. Das ist der Boss eigentlich, den ich am meisten hasse. Vor allem, weil er diese Zisten hier spawnt in der Ecke. Die nochmal extra mit Blut schießen. Die ich gerne töten würde. So. Wenn die tot ist, dann ist es eigentlich schon wieder
besser zumindest. Er ist nicht so einfach. Weil er halt die ganze Zeit Gegner spawnt, dann nochmal selbst um sich schießt. Und er spart nicht gerade mit dem Spawnen. Aber sollten wir packen. Und dann spawnt er manchmal nochmal diese Zisten. Was halt das Schlimmste eigentlich ist. An den Zisten. Weil die doch nochmal ordentlich draufballern. So, tschüss, Fliege. Muss halt nur darauf achten, wenn er verschwindet, auf eine andere Seite auszuweichen. Damit er dich nicht trifft. Jetzt spawnt er wieder was, oder? Ne, er spawnt nichts, okay. Jetzt hat er noch was gespawnt. Es wird zwei Zisten, die wir bald zerstören. Und wir bekommen eine Milchpackung. Ich gucke jetzt nochmal in den Boss, in den hier. Ja, super. Ganz stark. Das passiert wirklich selten, finde ich. Wenn man in den Dämonenraum geht, kommt man eigentlich immer ein Angebot, was man kaufen könnte. Und wenn man extrem viel Pech hat, dann greift ein Satan hier an. Das kommt nicht gerade oft vor. Und er hat halt relativ viele Leben. Und das heißt, dann sozusagen zwei Bosskämpfe hintereinander. Also, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt schon gar nicht in der ersten Aufnahme gerechnet, dass das passiert. Ist jetzt nicht so schlimm, aber. So. Thomas hat zwar ein bisschen wenig Sprecher, aber ich bin jetzt doch schon eher darauf konzentriert, ihn hier unbedingt auszuweichen. Und ich wette, ich weiß schon, was wir von ihm kriegen. Für ein Item. Hätten wir nicht einfach einen schönen Tausch? Ja. Dieses Item kann ich euch mal erklären. Wir haben jetzt gerade 4 Stärke. Das Item gibt uns ein. Gibt uns, setzen sie auf einen Stärke runter. Und immer, wenn wir einen Raum machen, kriegen wir einen Stärke dazu, glaube ich. Glaube ich, kann auch sein, dass die Information total falsch stimmt. Wenn wir jetzt einen Kompass hätten, der uns sagt, wo der Bossraum ist, würde ich dieses Stück Kohle niemals nehmen. Aber da wir keinen haben, nehme ich das Stück Kohle. Ja, doch nicht. Nein, ich möchte nicht sterben. Okay, dann habe ich irgendwas falsch verstanden oder das gilt erst ab dem nächsten Raum. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt nicht mehr in die Spielhalle gehen. Einfach, weil wir zu wenig Herzen haben. Leider. Tut mir leid. Ich will es jetzt nicht darauf anlegen, dass wir uns da so mit den Herzen runterfahren, dass wir... Nö, wir bleiben bei 4. Okay? Anscheinend bringt es gar nichts, das Stück Kohle. Ja. Das ist auch ein schöner Raum. Diese Steinköpfe können wir nicht töten. Machen irgendwie doch schon ziemlich... wenig Schaden, habe ich so ein Gefühl. Ich gucke jetzt gleich nochmal nach, wie viel Schaden wir machen. Hallo? Nö, ich weiß es nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, was das Stück Kohle bringt. Dann war meine Vermutung falsch. Vergesst, was ich gesagt habe. Könnt ihr nicht einfach selbst umbringen? So. Das ist natürlich eine sehr einfache Möglichkeit, die zu töten. Sie einfach auf die Stacheln zu legen. So. Die sind fies. Die kann man nämlich nur von hinten angreifen. Und die versuchen halt immer auf dich zuzulaufen. Unheimlich unangenehme Gegner. Die sind nur leicht zu besiegen, wenn man fliegen kann, was wir halt nicht können. So. Ja, danke schön.
Dankeschön. Ach, ist da was? So. Der hat sich ja wieder auf bis zum Boss. Und das ist das Fiese an denen. Die drehen manchmal einfach um. Da man sie immer von hinten angreifen muss, muss man an ihnen dranbleiben. Ja, danke. Auf jeden Fall. Danke, dankeschön. Danke. Ja. Ja. Kann ich die outrangen? Ja, ich kann sie outrangen, meint das. So und so. Gut, mal in den Shop geguckt. Okay. Wir nehmen auf jeden Fall das Herz. Den Gameboy, ey. Wir brauchen mal den Gameboy. Ich habe keine Ahnung, was der Gameboy bringt. Wir werden es mal rausfinden. Und die Leiter. Die Leiter lässt uns... Ich zeig's euch gleich einfach. Ich habe keine Ahnung, was der Gameboy bringt. Ich hatte ihn noch nie. Wir werden ihn gleich im ersten Raum ausprobieren. Im übernächsten. Im Raum danach. Wir können mit der Leiter hier so rüber gehen. Hui. So, erstmal hier rein. Magnet. Ach, wir kriegen echt nur total nutzlose Items. Der Magnet zieht halt Items an. Moment mal. Nö. So. Ho. Sprengen. Danke. Okay, noch ein Schlüssel habe ich. Lass mal gucken, was hier oben ist. Isaac vs. Sloth. Ich würde jetzt gerne mal das Item ausprobieren. Ich lasse es aber doch lieber für den Boss. Weil ich nicht sicher bin, ob wir es wieder aufgeladen kriegen. So. Ah, jetzt haben wir so eine Karte. Die Stars. Keine Ahnung, was sie bringt. Werden wir auch beim Boss ausprobieren. Ja, das ist die erste Karte. Ne, das ist die erste Karte. Ja, das ist die 17. Karte. Jede Karte hat einen anderen Effekt. Ich kann euch aber nur von ganz, ganz wenigen Karten aus dem Kopf sagen, was sie genau bringen. Von dieser jetzt auch nicht. Wir haben genug Geld für den Schlüssel, deswegen mache ich das mal auf. Speed up. Okay, wir sind schneller. Wir haben jetzt zwar keine Schlüssel mehr, aber wir haben genug Geld, um hier unten in den Shop zu gehen und uns den Schlüssel zu kaufen. Und die Bombe. Warum denn nicht? Wir haben es ja. Und wir kriegen Mitarbeiterrabatt. Nochmal zum Vergleich zum Anfang. Hier ist Isaac. Ja. Auch nicht so ein Dollarraum. Finde ich jetzt. Könnte so knapp werden, dass wir diese Ebene noch schaffen. Ich bin davon jetzt auch nicht so überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Danke. Danke, 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 danke. Autogramme gibt es später. Ja, okay. Nur nicht den Kopf verlieren, Leute. Oh Gott, war der schlecht. Ja, ich bin so gut wie tot. So. Ich bin vor allem auch... Was ist das denn? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Seriously? So, komm. Ein Herz aus dem Feuer. Ach, der Magnet macht übrigens das da, was ihr gerade mit dem Geld seht. Hui. So. Ja, nochmal gucken. Vielleicht kriege ich hier noch irgendwo ein Herz raus. Das wäre natürlich wundervoll. Sieht aber nicht so gut aus. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Ja, ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Tot. Verdammt. Oh, ich habe den Game heute nicht ausprobiert. Nein. Oh. Naja, dear diary, today I was killed by this thing in some dark place. I leave all the thing, all that I own to my cat Groupie. Goodbye, cruel world. Isaac. Ja, gut,
Das war die erste Runde. The Binding of Isaac. Lasst mich wissen, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr noch eine Folge sehen wollt oder ob ihr sagt, nee, das Spiel gar nicht mehr. Ob ihr von vorne spielen wollt, also komplett neu, dass wir nur Isaac als Charakter haben, alles andere freischalten. Hey! Alles andere freischalten müssen. Und also alle anderen Charakter freischalten müssen und alle anderen Items. Also als halt nur die Anfangs-Items besitzen. Und alle Endings nochmal selbst freispielen. Oder dass ihr wollt, dass ich ja, nochmal mit euch von vorne anfange. Und wir uns dann die Endings gemeinsam nochmal anschauen. Also die nochmal gemeinsam freischalten. Ne, warte mal, das hatte ich gerade gesagt. Also ob ihr wollt, dass ich von vorne anfange, bla bla bla, alle Items noch selber freischalten, bla bla bla, alle Charakter freischalten, bla bla bla, alle Endings, das habe ich ja gerade schon gesagt. Oder ob ihr wollt, dass ich hier aus diesem Spiel schon einfach weiterspiele, so wie jetzt gerade. So einfach mit dem Spielen. Ich zeige euch alle Endings nochmal. Und dann spielen wir einfach hier weiter, wie wir lustig sind. Gut. Also einfach, das hier ist dann wirklich nur so ein Let's Play. Mal gucken, wann die nächste Folge kommt, was ihr davon haltet. Wir sehen uns dann wieder, Leute. Bis dann.